Wenige NBA-Themen bestimmten den Sommer so sehr wie die Saga um Damian Lillard und seine schockierende Trade-Forderung vor den Portland Trailblazers. Anfang Juni ließ er verkünden, dass er raus wolle, Ende September war es endlich soweit, knapp 3 Monate später. Am Ende waren es allerdings nicht die Miami Heat, die sich die Dienste des 33-jährigen Superstars sicherten, sondern die Milwaukee Bucks. Was waren wir nicht alle schockiert an jenem Abend im Spätseptember? Heute Nacht, noch einmal knapp 1 Monat später, war es endlich soweit. Wir sahen das erste richtige und wichtige NBA-Spiel von Dame bei seinem neuen Team. Die Bucks und Sixers waren die beiden letzten Teams, die eine neue Saison starteten. Es war ein absoluter Thriller in Wisconsin mit einer packenden Schlussphase, in der am Ende die Bucks als hauchdünner Gewinner vom Parkett gingen. 118 zu 117 lautete das Endergebnis, der Einstand war gelungen und es war ein irres Debüt des Point Guards. 39 Punkte, 8 Rebounds, 4 Assists, 9 von 20 aus dem Feld, 4 Dreier, 17 von 17 von der Freiwurflinie, ich wiederhole, 17 von 17 von der Freiwurflinie und Milwaukee war plus 12 in den 37 Minuten mit ihm auf dem Parkett. Natürlich war es auch ein historischer Auftakt, nie scorte ein Bucks-Neuzugang bei seinem Debüt so viele Punkte wie Damian Lillard heute Nacht, vorheriger Rekordhalter war Terry Cummings, der 1984 damals 34 Punkte bei seinem Milwaukee-Einstand verbuchen konnte. Dame war der mit Abstand beste Spieler der Bucks, bekam aber auch kräftig Hilfe von Giannis und dessen 23 Punkten, außerdem scorten Lopez und Portis ebenfalls zweistellig. Lillard dominierte in der Crunch-Time, traf diesen Ultra-Clutch-Stepback-Dreier hier und man bekam, wie ich fand, im ersten Spiel direkt einen super Blick darauf, warum Milwaukee für Lillard getradet hatte und wie er diese Bucks-Offensive auf ein ganz neues Level hebt. Also schauen wir zu den nächsten Minuten mal das Debüt von Damian Lillard und dessen Impact bei den Bucks etwas genauer an. Gefallen euch meine Videos, dann lasst sehr gerne ein Like und Abo da, aktiviert gerne die Glocke, so helft ihr mir, noch mehr basketballverrückte Leute mit meinen Videos zu erreichen. An der Stelle übrigens der kurze Hinweis, seit gestern ist eine neue Folge des Double Step Back Podcasts online, wie jeden Donnerstag. Darin sprechen Lorenzo und ich über die Opening Night der NBA und analysieren die Spiele der Lakers gegen Nuggets und Suns gegen Warriors, außerdem haben wir jeder 5 große X-Factors der neuen Saison mitgebracht. Wir sprechen also über die Rollenspieler der Warriors, was die Heat noch machen können, den jungen Kern der Thunder, Porzingis, die Gesundheit von PG und Kawhi und natürlich noch über so viel mehr. Zu hören überall, wo es Podcasts zu hören gibt, ich habe euch mal unsere Links unten in die Videobeschreibung gepackt. Nun aber zum Video und die erste Sache, über die ich reden möchte, sind sogenannte Hornscreens, etwas, das man nicht besonders häufig sieht in der NBA, wenige Teams laufen solche Plays, wenige Point Guards sieht man in einer solchen Ballscreen-Variation operieren. Bei Horns Offense denken viele zuerst an das Horn Set, eine Formation mit 2 offensiven Spielern etwa auf Höhe der Elbows, woraus unendlich viele Spielzüge entstehen können. Bei Hornscreens ist das ähnlich, wenn auch etwas anders, denn dort stellen diese beiden Spieler dann einen Ballscreen jeweils, einer von links und einer von rechts und wie gesagt, besonders häufig sehen wir so etwas nicht. Ich war daher etwas überrascht, dass die Milwaukee Bucks dieses Play gegen Philadelphia wirklich gemelkt haben und damit Punkte am Fließband produzierten. Aber warum hat das eigentlich so gut funktioniert? Nun, erstes Mal, weil man diese beiden Screens deutlich höher gestellt hat als sonst, nämlich etwa auf Höhe des Logos. Das kannst du aber natürlich auch nur für jemanden wie Damian Lillard oder Steph Curry oder sonst irgendjemanden mit dieser Range machen. Der zweite Grund ist, dass das Spacing und der Platz, mit dem der Point Guard in diesen Sets arbeiten konnte, einfach überragend war. Hier, gebt euch doch mal nur all diesen freien Platz unter dem Korb, weil der Center der Sixers fast auf Höhe des Logos verteidigen muss, während 2 der Bucks Scharfschützen in den Ecken das Parkett noch weiter auseinanderziehen. Heißt, dass Lillard nur mit Tempo an Tobias Harris vorbeiziehen muss und schon ist er am Korb, ohne dass die Sixers dort noch Gegenwert leisten können. Hier läuft es dann etwas besser für Philadelphia, diesmal entscheidet sich Dame dafür, Joel Embiid zu attackieren und über rechts zu gehen, Embiid geht gut mit und verhindert den Drive bis direkt zum Korb durch und in Anführungszeichen zwingt er ihn in diesen Fallback Midranger, Problem ist nur, dass so ein Wurf für Lillard eben überhaupt kein Problem darstellt. Dadurch, dass Lopez so ein guter Shooter ist, hat man halt auch noch immer dieses Pick-and-Pop-Element mit dabei, hier nutzen sie es aber nicht, weil Embiid zu weit abgesunken ist und Dame deshalb sofort in den Wurf gehen kann. Und dann in der Crunch-Time, gebt euch wieder all diesen freien Space unter dem Korb und weil einer der besten Rim-Protector der Welt in Joel Embiid durch den Hornscreen so weit weg vom Korb gezogen wurde, fehlt er dort natürlich, um den Korbleger zu verteidigen, darum sind es dann wieder einfache Punkte, and one. Also, Milwaukee produzierte mit diesen Plays einen Punkt nach dem anderen, Philadelphia fand nie eine Antwort darauf und ich bin wirklich gespannt, wie Defense in den kommenden Wochen versuchen werden, diese Angriffsmethode aufzuhalten. Denn eines ist natürlich auch klar, so gut wie das gegen Philly funktionierte, werden die Bucks damit bestimmt nicht aufhören.
Das Two-Man-Game zwischen den beiden Superstars sahen wir dafür nicht ganz so häufig, was ich jetzt aber auch nicht so wahnsinnig dramatisch fand, zumal die Sixers von den Matchups her mit Tucker an Giannis und Embiid als primären Rim-Protector eigentlich auch ziemlich gut aufgestellt waren. Aber wenn sie es auspackten, dann funktionierte es super. Hier direkt zu Beginn des Spiels, Dame bekommt den Pass zum Greek Freak durchgesteckt, dieser hat allen Platz der Welt, könnte sogar noch zu Lopez rauskicken, macht's aber selber und scoret mühelos. Der Vorteil für Philadelphia war aber, dass man zwei an Dame ranstellen konnte und Embiid switcht dann zu Giannis, das sollte mit allem Platz für den Griechen allerdings trotzdem einfach sein, so sind es dann aber über Umwege einfache Punkte für Lillard. Ein paar solcher Angriffe gab es und in der Regel führten diese dann auch zumindest mal zu guten Looks für einen der beiden oder auch einen der Kollegen, aber das wirkte alles noch ziemlich roh und ungeschliffen, was jetzt aber auch nicht so die ganz große Überraschung ist. Wir sahen den einen oder anderen Offscreen-Spielzug der Bucks, wo Giannis für Lillard gescreent hat, da erwarte ich aber auf jeden Fall noch mehr Stuff, aber vielleicht wollen die Bucks es mit diesem Two-Man-Game auch einfach nicht übertreiben zu Beginn. Wir sahen allerdings trotzdem jede Menge Pick-and-Rolls mit Damian Lillard involviert, aber halt mit anderen Spielern, die Bucks haben da die absolute Qual der Wahl. Der Vorteil von Lopez-Borskins ist halt, dass man Embiid involvierte und somit so ein bisschen mehr Kontrolle darüber hat, wo sich dieser befindet, schaut wie der Sixer Center, über dessen Zukunft übrigens morgen ein Video hier kommt, nicht wirklich eine Chance hat, Lillard am Ring zu stoppen. Hier ist es dann zuerst der Screen von Lopez und dann der von Middleton, wie man sieht haben die Bucks also mehrere Optionen, das Ganze endet dann in einem 4-Point-Play. Ein weiterer echt unterwerteter Aspekt von Dames Ankunft in Milwaukee ist, wie viel Platz jemand wie Giannis nun hat, um zur Arbeit zu gehen. Lillard bringt eine unfassbare Shooting Gravity mit, zieht alleine mit seiner Präsenz so viel Aufmerksamkeit auf sich, dass das Spacing der Bucks jetzt viel, viel besser ist, alleine weil er jetzt da ist. Hier, sein Defender weicht ihm nicht von der Seite, Giannis hat in der Mitte allen Platz der Welt, auch weil das Parkett so weit auseinandergezogen ist und das ist dann easy money. Hier auch schön, der Grieche muss sich überhaupt keine Gedanken oder Sorgen um potenzielle Nail-Defense machen, weil Lillard one pass away steht und dessen Defender eh nicht von ihm weghelfen wird. Und wenn er dann doch mal frei wird, dann findet Giannis ihn auch häufiger als er es nicht tut und ich würde als Defense ehrlich gesagt auch nicht darauf wetten, dass er viele solcher Looks liegen lässt. Ein paar Mal verpasst es der Grieche, Dame anzuspielen, aber ich denke im Laufe der Zeit wird da ihre Chemie auf jeden Fall auch besser, man kann nicht erwarten, dass sie sich direkt an Tag 1 blind verstehen und jeder genau weiß, wo der andere gerade ist, so etwas braucht halt einfach Zeit. Und abschließend dann diese eine Szene, die genau zeigt, warum Milwaukee Damian Lillard geholt hat. Man braucht einfach einen Spieler, der so etwas wie hier auf dem allerhöchsten Level kann, einen Spieler besser darin als so ziemlich jeder andere. Jemand, der dich in der Crunch-Time über die Ziellinie bringt und dich ins gelobte Land führen kann. Giannis ist nicht dieser Spieler, der dir wann immer er will in Isolations am Ende Buckets geben kann, Holiday war das nicht und Milton ist zumindest nicht mehr dieser Spieler. Den Bucks fehlten beispielsweise gegen Miami Antworten auf Butlers Punkte immer wieder, direkt darauf zu kontern, man hatte keinen elitären On-Ball Self-Creation Go-To-Guy und den hat man jetzt. Und wenn man so jemanden hat, dann gibt man ihm auch wieder den Ball, lässt ihn tanzen und verwandelt dir eben diesen Dagger-Dreier, mit dem du den Sack dann endgültig zumachst. Also, was für ein unfassbares Debüt von Damian Lillard, von den 17 Freiwürfen will ich gar nicht mal anfangen, das hat richtig Bock auf mehr gemacht, oder was meint ihr? Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.